Servus die Maden im Speckgürtel Europas, im Land des Gorgonzolas, da ein Stamperl, Euler, Hola, sie. Fotobomb der Raffaello, Werbung mit der Parabellum und der Parallelo, wer so'n kriegt ein Sarajevo, Schwerpunkt. Mach die Hausfassade dreckig, weil sonst kommt das Gesindel, grinst der Galerist, okay. Check mit der Labello herum. Betrete die Festivität, Stier und Band und ihr verkriegt. Frisch in der It-Boys, wie sie blickscheu, so viel blitzgescheite Leute da, es ist eine Freude, ja. Tolles Ambiente und alles an Ident. Und alle super Sapio, die schicken Dickpics in Sepia, die kommen aber leider schon beim Frühwerk vom Bresminar. Und wenn die Hühlen fallen, macht man was man will. Da braucht nur einer Krise schreien, schon liegt die Nachbar kurz am Müll. Und am Fenster stampft die Pest vorbei, man hüllt sie in gebanntes Schweigen. Na, es sind momentan wahnsinnig interessante Zeiten. Ist ein Bombi-Leben, ist ein Dach. Oh, shit! Genau. Ja, so. Ist ein Bombi-Leben, ist ein Dach. Ah ja, er ist es. Ha! Für andere Gefühle, Gary Hume ins Dark-Café, Sascha Grey Poster, Gada Senos, Dagi und Gigi D'Agostino, order den riesen Cappuccino mit Kilo weiß Gluten und ziemlich Kalorien, yo. Ich bring euch die Laktose zurück ins Kostgewerbe, bin ein Teufelskern, ein Hallo-Tri der Postmoderne. Meine Revolution beginnt mit der Ernährung, sagst du, und stirbst am Fußbild zu deiner Lieblings-Ostro-Sterne. Ich war Ballan, ich auf dem Bauch durch die Lobau mit der Kalasch am Rücken in der Pollensaison, obwohl mein Rat dann juckt. Wo hast du die braven Schultern her, war nicht vom Achsel zucken, Zähne fletschen, nur zu Hygienezwecken, Schwager durch deine Arme, fließt Quinoa, Aber die sagt der lichtbefohlene Fitness-Yoda, Ashraban, die Fitness-Yoga. Ist cool, ich wünsch euch endlose G-Blockaden am neoliberalen Gebetsteppich Isomatten. Ist ein Bombi-Leben, ist er da? Was für ein dankbares Publikum. Komm mal! Ist ein Bombi-Leben, ist er da? Jetzt verstummen die in Anthrazit verbockten Starbucks-Literaten, die ihre Werbetextideen bei Startup-Gründern parken. Am Nebentisch ist das Idyll am Rand der Niederlage. Ist das Sarawinas Haar auf meiner Mangalitza-Schwarte? Entschuldigen Sie, huligen Sie, ich bin unfröstlich, bitte töten Sie mich. Der Markt erduldet nur die angehenden Seier und die längst etablierten Varaset, ein tätowierter Grafiker. Repariert sein Rad. Ihm zu Hilfe erbricht sich seine Bart sonst. Doch er sagt Namo und es ist die Zeit des Argwohns. Auf seiner Fahne steht die Solidarität, seit in der Lobo Sapien auf seiner Kokosbäume. Komm aber, du schicker Sticker, Schnicker, Schläge, du Schnicker, der individuell ist doch längst Uniform. Ich will mich mal euch mehr integrieren in euch ein grundvergnügtes Schar. Aber jedes Jahr von mir klingt wie ein unterdrücktes. Na, ist ein Bombi-Leben, ist er da? Oh, no, Platz, da. Scheib's wunderschön, Alter. Und einmal. Ist ein Bombi-Leben, ist er da? Er ist. Scherbs macht's Lärm für Sims und B-Visible. Jetzt ist er. Cutmaster P. Danke, Scherbs. Danke, Scherbs, Alter. Wahnsinn, fuck. Wer hätte das gedacht?